Moin moin und herzlich willkommen zurück zu RAF. Und ja, gerade beim Starten habe ich aus Versehen jetzt hier das Wasser getrunken. Das nicht so gute Wasser. Das Salzwasser. Finde ich super, als ich das starten wollte. Aber egal, wir holen uns jetzt hier nochmal das richtige Wasser. Also wieder das Salzwasser. Füllen den einmal komplett auf und... Nein, nicht trinken! Ah! Toll! Ich bin ein Genie. So, Essen brauchen wir jetzt erstmal nicht. Aber wir können da hinten gleich weiter buddeln. Damit wir hier auch vielleicht das letzte Stück von Dettos Code finden. Schaufeln haben wir ja jetzt ein paar mehr. Mussten selber welche herstellen. So, fangen wir mal hier an. So. Ich finde es immer noch schade, dass wir hier eigentlich feststecken. Out. Ich frage mich auch, wenn wir mit der Insel fertig sind, kommen wir überhaupt noch raus? Autsch. Diese Käfer hier, ey. Ich habe keine Ahnung, was das für Käfer sind, aber die schaden uns enorm. Und wir haben gleich keine Schaufeln mehr. Ich hoffe, wir kriegen hier noch irgendwie Teile, damit wir noch mehr Schaufeln herstellen können. Denn wir brauchen schon ordentlich was. So, die Schaufel ist hinüber. Und ich hoffe, dass wir vielleicht hier ein paar einfach übersehen haben von den Schaufeln. Dass hier noch welche rumliegen, dass wir keine herstellen brauchen. Jo. Keine Ahnung, wie, wo jetzt das letzte Stück sein soll von dem Code. Wenigstens gibt es schöne Musik von Stray. Autsch. Dann haben wir noch ein paar. So, und der hier noch. Und jetzt ist der auch hinüber. Wie schnell die eigentlich kaputt gehen, das ist heftig. Hier haben wir einen übersehen. Und hier noch ein paar. Oh, ey, das ist echt viel. Das ist wirklich sehr, sehr viel, was wir hier brauchen. Komm, wir machen mal da oben. Ich glaube, hier brauchen wir weniger. Und wer weiß, vielleicht ist es sogar hier. So, dann den. Autsch. Und hier nochmal. Ne, wir dürfen gleich wieder eine neue Schaufel bauen. Ja, der hier noch und dann brauchen wir jetzt eine neue Schaufel. Oder es liegt hier vielleicht noch irgendwo einer. Ich hoffe wirklich, hier liegen noch irgendwo welche. Wir haben nur zwei Teile bisher vom Code. Hier ist noch Temperance, also hier Utopia. Ja. Komm, dann gehen wir nochmal aufs Schiff. Wir müssen da irgendwie auch rauskommen, wirklich. Also. Wir stecken hier irgendwo fest. Zwar der Anker ist jetzt unten. Aber trotzdem,
So, Schaufel. Hier brauchen wir Planken, Bolzen und Metallbarren. So, Metall hatten wir hier. 1, 2. Ja, jetzt fehlen noch wieder Planken. 3, 4, 5, 6. Ja, das müsste reichen dafür. Alles wieder rein. Ne, hier. Und hier. Sonst haben wir jetzt nichts, was wir hier einlagern müssen, ne? Und jetzt kommt, jetzt haben wir zu viele Schaufeln, die wir nicht mehr brauchen. Ja, aber da können wir noch auch für anderes gebrauchen. Wir werden noch sehr viel Erde an sich brauchen. Ich finde es schade, dass wir hier jetzt nicht die ganze Erde einsammeln können. So, machen wir mal hier. Schade, dass hier nicht hin und wieder mal auch gleich irgendwas anderes an Materialien vielleicht drunter noch versteckt ist oder so. Vielleicht Schrott, Plastik oder so. Hätte ich mich jetzt auch gefreut. Wir müssen ja unser Lager voll kriegen. So, gibt es hier noch irgendwo was? Haben wir wirklich schon fast alles hier gegraben, ausgegraben? Achso, ne, die spawnen erst, wenn man näher dran ist, okay. Ja, okay, alles klar. So, wo fehlen noch welche? Hier sind noch einige. Und hier ist noch einer. Boah, wie geil das eigentlich aussieht da mit dem Strom, wie das da läuft. Und hier ist noch. Hier ist auch noch einer. Okay. Den nehmen wir auch nochmal mit. Denn unter jedem kann einer sein. Ein Code-Teil. 3 brauchen wir insgesamt. Und dann hier nochmal. So. Ja, komm hier. Ah, da haben wir's. Komm, aber die 4 machen wir noch. So. Autsch. Hier ist auch noch einer. Autsch. So, dann können wir jetzt hier den Code erstmal. Also die Tür aufmachen, wenn wir jetzt hier erstmal alle haben. Ah, hier war noch einer irgendwo, oder? Ne, hier schwimmt noch was drunter. Aber jetzt haben wir den Code. Nice. So, ein paar Teile kriegen wir. Nice. Und hier nochmal eine Münze. Und hier haben wir die Harpune. Nice. Großer Rucksack haben wir. Bauplan, was? Was haben wir da weggeschmissen, aus Versehen? Silber Smoothie. Ja, ich hoffe, die bleiben. Erdbeerkolode aufnehmen. Was haben wir hier für Rezepte? Barbecue haben wir schon. Dann nehmen wir den Silber Smoothie lieber mit. Und hier ist auch noch ein bisschen was. Ein Steinpfeil, nice.
können wir erstmal alles wieder einlagern bei uns. Und wir haben echt zu viele Schaufeln jetzt. So, erstmal einlagern. So, alles was hier rein muss. Hier haben wir nichts. Plastik haben wir auch nichts, aber egal. Wir drücken einfach immer diese Taste. So, wie viel haben... Ja, hier hatten wir was. So, Seile. Leder haben wir, glaube ich, nichts. Eine hatten wir. Hatten wir was für hier? Irgendwas? Nein. Genau, hier dann jetzt weiter. Ah, hier genau die Baupläne. So, dann packen wir mal die Schaufeln alle hier rein. Den lasse ich noch hier auf Tasche. Unser neuer Oh, wir haben so viele Schaufeln gemacht. Vielleicht doch ein bisschen zu viel. Aber egal, dann haben wir erstmal so viele. So, Steinpfeile können hier rein. Warte mal. Den Paddel können wir auch erstmal hier hinpacken. So, Essen. Packen wir hier runter. Die tauschen wir mal so. Und. So. Gönnen wir uns den hier jetzt. Nice. Und dafür dann den Silbersmoothie hier runter. Dann gehen wir mal hoch und erstmal auch Lebensmittel hier einlagern. Ah, die sind fertig. Ja, komm, wir packen die hier mal drauf. Und packen den Rest mal hier rein. Gegarter Seebarsch, nice. Lebensmittel erstmal hier runter. Und die hier auch rein. Können wir jetzt eben den großen Rucksack hier lernen. Ach, der ist schon erforscht. Ist das der Rucksack? Großer Rucksack. So, hier müssen wir auch einmal alles nochmal gießen. Damit uns Hehl hier nicht verhungert. Ne, hier war es nicht. Und nochmal Wasser von unten holen. So. Und rein da. Ne, hier lang. Hier und hier. Ja, Hehl, wir wollen nicht, dass du hier verhungerst. Dann können wir... Oh, nein. Dann können wir jetzt mal hochgehen und die Harpune nutzen. Ist schon eigentlich geil, wenn man... Wenn ich mir das genauer ansehe, hier so Hochhäuser... Das sind wahrscheinlich die Wolkenkratzer, als hier alles untergegangen ist, die noch übrig geblieben sind. Aber ist auch verdammt nah an dem letzten Story-Ding hier gewesen. Seilrutsche benutzen. Jo, komm. Okay. Ah, nice. Und noch ein bisschen was zu essen. Das können wir nicht benutzen, okay. Das fand ich jetzt interessant, hier einfach mal durchgebrochen. Was haben wir hier? Zugangsschlüssel aufnehmen. Ja,
Jo, dass ich mich da nicht aufschneide. Und dann geht's wieder hier runter. Intermediale Zipponaut. Zwei Zugangsschlüssel brauchen wir hier. Wo kriege ich jetzt den anderen? Wo soll denn der jetzt sein? Der zweite Zugangsschlüssel. Was haben wir denn alles hier? Ein Stromkabel und ein Zugangsschlüssel. Was denn damit? Kann ich da rein? Ein Gefängnis. Da sind Leute drin. Okay, hier sind Leute drin. Wo geht's hier weiter? Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Okay, hier bringt's mir auch nichts zu sein. Nein, komm hoch. Ach stimmt, das hier war ja Ausgang. Was von der anderen Seite hier versperrt ist. Was mache ich damit? Das ist eine Zugbrücke. Ah, ich habe vergessen, das hier einzulagern. Aber ich habe gerade keinen Plan, wo ich sonst noch hin muss. Ich könnte höchstens versuchen, das Ding hier mal hochzuklettern. Kann ich hier so rüber? Nochmal? Ja, ich kann hier hoch. Jetzt ist die Frage, kann ich auch hier hoch? Und da? Ja. Ich glaube, das ist eher nicht vorgesehen. Das ist ein riesen Parcours da oben. Geil. Da freue ich mich drauf. Aber okay, hier kommen wir, glaube ich, erstmal nicht weiter. Nein! Autsch! Das war jetzt anders geplant. Erstmal ein bisschen Freerunning machen, genau. So, da lang. Das haben wir ja aufgemacht. Moment. Das ist da angeschlossen. Ah ja, okay. Da kommt Strom hin. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hoch? Wo kriege ich den anderen Zugangsschlüssel her? Ist er vielleicht noch hier drinne? Und ich habe den übersehen. Da geht's nicht weiter rein. Hier drinne wahrscheinlich. Dann gehen wir hier nochmal hoch. So. Und dann hier hoch. Ah, komm. Nochmal. Hier ist schon nicht einfach hochzukommen. Hier die Möglichkeit, überhaupt reinzukommen. Hier wahrscheinlich oder so. Nee. Auch nicht. Vielleicht unten runter? Nee, auch nicht.
Gut, dass Bruce nicht da ist. Nein, komm hoch. Ich will da hoch. Aber irgendwo muss es doch weitergehen, oder? Hier Medic. Kann ich aber auch nicht hintersehen. Oder da drüben? Ah, hier haben wir noch einen Kran. Was anscheinend nur als Deko hier rumsteht. Wo ich auch nicht mal rein kann. Und hier noch eine Kiste. Und hier Werkzeugschuppen. Okay, jetzt ist die Frage, wo machen wir weiter? Wo kriegen wir den zweiten Schlüssel, den wir ja brauchen? Vielleicht noch einmal kurz irgendwo zwischenlagern. Oder war es vielleicht irgendwo bei Detto unten drin, ne? Und ich habe es nicht gesehen. Ich gehe mal von aus, dass es vielleicht bei Detto im Turm drin war. Beziehungsweise unten in seinem Gebäude. Dass wir da noch mal hingehen. So. Hier noch mal alles zwischenlagern. Dass wir hier wieder so eine Wassermelone haben. Ne, hierfür haben wir nichts. Seil haben wir auch nicht, okay. Leder haben wir nichts. Beine haben wir nichts. Hier nichts. Hier nichts. So, den. Nein, komm. So. Und Kokosnuss und Wassermelonen können wir auch noch wegpacken. So, dann haben wir nur noch hier diese Suppe und die Dinger. Achso. Ja, egal, lassen wir erstmal so liegen. Und füllen unten nochmal Wasser auf. Ne, hier nicht. Hier war das. Falsche Richtung. Komm. So. Und nochmal dahin. Ab zu Detto. Vielleicht ist es wirklich hier irgendwo und ich habe es nur nicht gesehen. Hier liegt kein Schlüssel. Dann gehen wir noch mal hoch. Neue Hinweise haben wir auch nicht bekommen, dass wir wissen, wo die anderen Schlüssel sein können. Können wir wirklich da überall hoch? Den Schlüssel hatten wir ja hier.
Sonst hatten wir hier ja gar nichts mehr. So, jetzt ist die Frage, wo geht's denn weiter? Eigentlich da vorne muss es sein. Zwei Zugangsschlüssel. Wo könnte der zweite sein? Der müsste dann wahrscheinlich hier irgendwo rumliegen. Vielleicht einmal jedes Gebäude hier absuchen nochmal. Und der liegt hier wirklich einfach irgendwo rum. Ich bin mir da wirklich nicht sicher. Hier unten? Oder steht hier in dem Text? So, jetzt taucht dieser verrückte Olof auf. Seine Käfige sind bereits entladen. Jetzt verspricht er allen, mit seiner Armee zu helfen. Letztes Mal, als ich ihn gesehen habe, hat Olof Wilkstrom Karen Town ruiniert. Ich werde ihm nie verzeihen. Ich hoffe, Han und Ruben hören auf mich. Ihm ist nicht zu trauen. Für den Fall der Fälle habe ich beschlossen, die Sicherheit auf meinem Floß zu erhöhen. Diese Karte soll nur den klügsten der Leute Zutritt ermöglichen. So wie ich. So. Ja, aber... Es sagt mir jetzt nicht, wo der zweite Schlüssel ist. Ja, das finden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge heraus. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!